Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Henry, Amateur-Bogenschütze, aber dafür bin ich relativ gut im Schlösserknacken. Und da drüben scheint sich gerade eine Patrouille aufzumachen. Aha, interessant. Er kümmert sich noch um sein Pferd. Zurt da scheinbar noch den Sattel fest. Überprüft die Steigbügel. Und von irgendjemandem wurde ich gerade geschubst. Aha, er schleift schon wieder. Und wir wollten eigentlich mit dem Quartiermeister reden. Hey, wer bist du denn? Who are you? What do you mean? I'm taking care of all the camp supplies here. Ja, wir fragen also, hey, wer bist du? Und er meint, hey, was meinst du? Ich kümmere mich hier um die ganzen Vorräte des Camps. Er ist also wirklich der Quartiermeister. Könnte ich etwas kaufen? Could I buy something from you? You certainly cannot. These are supplies for the camp, not a marketplace. Ja, und er sagt, nein, das kannst du sicherlich nicht, denn das hier sind Vorräte für das Camp und kein Marktplatz. Und ach, wo ich gerade unseren wunderschönen Helm sehe, Mr. Fusselig hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe schon wieder keinen Mauscursor hier leider. Jedenfalls, wir sehen es hier relativ gut. Es sind drei, ja, so Scharniere quasi an dem Helm angebracht über Eck, ne? Eins oben, eins links, eins rechts. Und die seitlichen Scharniere, hat er gesagt, sind auch für ein Visier, das man dann zur Seite klappen kann. Und ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Ich bin nur nicht drauf gekommen irgendwie und das ergibt auch keinen Sinn. Das hat er auch gesagt, dass sowohl für ein Visier von zum Klappen von oben als auch zum Klappen von der Seite die Scharniere da dran sind. Das würde sich wahrscheinlich dann gegenseitig behindern. Ja, aber Visiere da anbringen, auf sehr viele verschiedene Art und Weise möglich auf jeden Fall. Danke für die Kommentare übrigens, da habe ich ja auch eine Menge gelernt, zum Beispiel auch über die Embleme, die Wappen, die Leute hier tragen. Da werde ich vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn wir sie zufällig zu Gesicht bekommen. So, wir können ihn also versuchen zu überreden und sagen, ja, du sitzt ja hier quasi auf den Vorräten. Und es wundert mich wirklich, dass hier nicht irgendwie so ein paar Markethänder oder sowas mitziehen, die hier Sachen verkaufen an die Soldaten. Come now, you're sitting here on the supplies for the whole camp, but it never occurred to you to earn something on the side? It certainly did not. Well, so what if it did occur to you? I've no call to snitch on you. Look here, fella, I have no need to make deals just for a few lousy groschen. Ja, und wir sagen ihm also, ja, also du sitzt hier auf den Vorräten für das gesamte Camp und es ist dir noch nie in den Sinn gekommen, ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Und er sagt, nein, ist es nicht. Ja, aber wenn es dir jetzt in den Sinn kommen würde, ich meine, ich würde dich ja auch nicht verpetzen und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, ich habe das gar nicht nötig, mir hier ein paar lausige Groschen nebenbei zu verdienen und dafür meinen Kopf zu riskieren. Also verpiss dich. Ja, hier das Wappen sieht man leider nicht. Ja, doch, ein bisschen sieht man's. Und das ist das Wappen, hat Mr. Fusselig verraten, des Ritters von Rathai. Unser ja, Herr quasi, also Henrys Herr. Und nicht das Wappen von Divitch von Palmberg. Das ist nämlich, und jetzt muss ich lügen, ich glaube, roter Grund mit zwei Seerosen mit gekreuzten Wurzeln. Schaut in die Kommentare, er hat auch einen wunderschönen, in die Kommentare von der letzten Folge, glaube ich. Er hat da auch einen wunderschönen Bildlink zu gepostet, wo die beiden Wappen zu sehen sind. Also ganz lieben Dank dafür, Mr. Fusselig. Da habe ich echt wieder was gelernt. Und weiß jetzt schon ein bisschen mehr über die Wappen hier. Ah, da hinten die Kiste sieht so aus, als wenn man sie knacken könnte. Die hier, doch, die kann man auch, okay. Ich dachte, man könnte es so ein bisschen an der Form vielleicht erkennen. Oh, dieses Schloss ist sehr schwer für dich. Möchtest du es trotzdem probieren? Wir haben nur noch einen Dietrich, ne? Nee. Kann ich hier klicken? Wir heben uns das vielleicht mal bis zum Schluss auf. Ich
meine, wenn uns dann der letzte Dietrich abbricht, nachdem wir hier alles andere geknackt haben, ist das ja auch relativ egal. Und die Vögel sind heute ganz schön laut, fällt mir dabei mal auf. Ach, das hier auch, ja. Aha, aha. Ja, dann schauen wir uns noch mal kurz um. Hallöchen. Ja, und ich frage mich, welchen Soldaten wir hier helfen können. Ich meine, klar, wir haben Martin und Miroslav hoffentlich inzwischen gehalten. Ich weiß, geholfen. Ich weiß nicht, ob die Kräuterfrau da jetzt mal wirklich hingegangen ist zu den beiden. Oder ob sie sich das einfach geklemmt hat und wir sie dann nochmal bestechen müssen oder irgendwie oder was. Keine Ahnung. Ja, er liegt hier immer noch rum. I am busy, can't you see? Und er ist beschäftigt, so wie er da liegt. Da frage ich mich natürlich, womit er gerade beschäftigt ist. Man weiß es nicht. Man kann sich aber so das ein oder andere denken. Ach, das ist ja auch ein nettes Detail. Hier die Zeltplane nochmal mit einem Stein beschwert. Nur an einem Ende, also nicht nur mit einem Pflock in den Boden getrieben, sondern auch noch mit einem Schwein. Mann, reden ist heute auch nicht so ganz meine Stärke. Mit einem Stein beschwert hier am Ende, damit sie nicht wegflattert. Der Typ hier sieht irgendwie tot aus, ne? Der liegt hier mit offenen Augen, regt sich nicht. Hier. Du bist aber eine interessante Kiste, mit der ich leider nichts anfangen kann. Ja, da frage ich mich gerade, haben die hier gar keinen Zahlmeister dabei, der dann auch eine dementsprechende Truhe irgendwie rumzustehen hat? Oder ist das vielleicht eine von den schwierigen Truhen hier? Ich meine, man kann ja keinen Feldzug ohne Zahlmeister führen, oder? Die Soldaten werden ja unruhig, wenn die ihren Sold nicht bekommen. Ich meine, nicht, dass alle von ihnen den dann tatsächlich ausgeben könnten. Und deswegen ist es schon schlauer, den einzubehalten, bis sie den tatsächlich irgendwo ausgeben können. Vielleicht gibt es deswegen auch keine Händler, die den Soldaten folgen, weil sie den Sold nur in ihrer Garnison ausgezahlt bekommen und nicht im Feld. So, wir versuchen das einfach mal. Ich meine, wie schwierig kann denn das jetzt werden? Wahrscheinlich ziemlich schwierig. Wahrscheinlich... Oh, oh was? Oh, 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 oh. Das hier ist so ein ganz schmaler Streifen und den treffe ich nicht mal immer, weil das hier gerade auch so ein bisschen dann ruckelt. Also ich glaube, das können wir uns direkt mal, ja, das ist ein bisschen zu ruckelig hier auch leider an der Stelle. Ich glaube nicht, dass ich das Ding knacken kann, ehrlich gesagt. Da müssen wir erstmal... Ach so, ich muss hier einfach ein bisschen weiter unten bleiben. Okay, wir versuchen es einmal. Wir können uns ja dann neue Dietriche kaufen. Was? Das Schloss hat sich noch nicht mal gedreht? Und da bricht der Dietrich schon. What? Okay, also, wenn das Spiel euch sagt... Habe ich noch einen? Nee. Wenn das Spiel euch sagt, das Schloss ist ein bisschen schwierig für dich, willst du es trotzdem probieren? Klickt nicht auf Ja. Es bringt überhaupt nichts. Ah, das war interessant. Ja, in dem Fall werden wir wohl... hier ist noch eine Questfahne irgendwie. Ich frage mich sowieso gerade, was die Quests hier sind. Ach so, hier ist eine Quest mit einem Sternchen unten dran. Die bewegt sich gerade da unten an der Kreuzung lang. Da tappen wir mal gerade hin und hier muss auch irgendjemand eine Quest für uns bereithalten. So, hier angeblich, laut Karte, genau hier. Richtig? Ah, das ist wahrscheinlich eher hier am Feuer. Und das ist doch der gute alte, ja,
Das ist der gute Alte. Ach, und hier ist die Kräuterfrau. So, und ich will jetzt aber, ganz ehrlich, ist denn bei dem Hof hier? Bei dem abgebrannten Hof? Ja, da ist auch eine Questflagge. Da gehen wir jetzt einfach nochmal rüber. Ah ja, mhm. Die unterhalten sich hier in irgendeiner Art Code. Den verstehen wahrscheinlich nur ganz spezielle tschechische Spieleentwickler. Ach, der Baum hier vorne, dieser kahle Baum, der sieht auch voll interessant aus. Der Hexenbaum. Scheint eine Buche zu sein. Der Rinde nach. Und das finde ich auch, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ne? Aber ich finde das so faszinierend, genau, das hatte ich erwähnt, als ich im Baum stecken blieb, dass man die Bäume hier schon anhand der Rinde eigentlich erkennt. Und wenn man dann ein bisschen aufmerksam ist, vielleicht auch anhand der Blätter, schwierig. Das hier zum Beispiel. Man weiß es nicht. Ja, aber Buchen erkennt man ziemlich gut an der Rinde. So, und wenn Martin jetzt immer noch nicht mit uns redet, dann bin ich ein bisschen sauer. Ah, ich wollte doch gerade auf der Karte gucken. Das mache ich gleich mal, wenn wir da sind. Ob es in Merhuyet noch eine Quest für uns gibt. So, und wir sehen, hier haben sich schon Soldaten, wurden schon abgezogen. Hier standen beim letzten Mal noch zwei am Eingang rum. Plus einer so ein bisschen daneben. Hi. Mit denen kann ich aber scheinbar gar nicht reden. Schade. Mhm. Ein Pferdehaufen, der ist gar nicht verbrannt. Muss also frisch sein. Ja, denn getrockneter Pferdedung riecht nicht nur sehr gut, sondern brennt auch sehr gut. Oh nein, das ist ja gemein. Sie haben die Tür vom Klo geklaut. Jetzt kann hier nie wieder jemand auf Klo gehen. Aber wenigstens haben sie den Deckel da gelassen, aber auch oben gelassen. Es riecht hier also wahrscheinlich relativ unappetitlich und irgendjemand... Beinahe hätte ich einen schlechten Witz gemacht. Ja, eine Blutspur jedenfalls von der Toilette. What? Nee, er ist jetzt tot. Bloß weil die blöde Kräuterfrau hier nicht, weil die Quest verbuggt war oder was? Na, das ist ja toll. Ja, so haben wir wenigstens durch hier ein paar Plattenbeine bekommen. Ja, da haben wir Miro aber nackig gemacht hier. Na, das ist ja blöd. Also das, ja, ich sehe schon, hier wird ein zweites Playthrough fällig. Wenn dann auch nur ein partielles, um mal zu sehen, wie die Quest hier irgendwie endet. Ja, um den brauchst du nicht mehr kümmern, Junge. Der ist, den kannst du hier zu den anderen legen. Ach, das ist ja, also ganz ehrlich. Blöder Bug. Ich fasse es nicht. So, jetzt können wir uns hier natürlich statt der blauen Hose, die in Wirklichkeit braun ist, statt den Beinen legen, könnten wir uns jetzt keine Hosen, die aber in Wirklichkeit rötliche Beinlinge sind, anziehen. Oder rote Beinlinge, die ein bisschen bräunlicher sind als die Keinbeinlinge. Auf jeden Fall. Das hier können wir uns mal anziehen. Eine Beinpanzerung. Einen weißen Gambeson. Ziehen wir auch an. Ach, und wir können uns hier auch Gambeson Unterhosen anziehen. Das machen wir vielleicht mal. Dann scheuert die Plattenrüstung auch nicht so an den Rändern. Und dann ziehen wir die nochmal aus und gucken. Macht schon ganz schön klobige Beine, das Ding. Das kann man nicht abstreiten. Ja, und so langsam sehen wir doch fast schon ein bisschen aus, als wenn wir kämpfen könnten. Man sieht leider nirgendwo. Hat sich unsere Sprachfähigkeit verbessert? War die am Anfang 14? Ich weiß es nicht. Man sieht leider nirgendwo, wie sich unsere Geschwindigkeit ist zumindest nicht
beeinflusst unsere, ja, wir sind gut sichtbar, wir sind auch gut hörbar, also hier Sichtbarkeit und Geräuschentwicklung. Man sieht leider nicht, wie sich unser Beeindruckenwert dadurch verändert. Der wird hier einfach nicht aufgeführt. Finde ich sehr schade. So, wir haben also eine Kopfpanzerung von 2, 2 und 1. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für vorne, hinten, Seite steht oder hinten, Seiten, vorne, was ja Sinn machen würde. Eine Körperpanzerung von 2, 4, Seite, hinten, vorne. Ich habe keine Ahnung. Ja, Beinpanzerung ausgezeichnet mit der Platte hier. Also alle, die uns jetzt gegen das Schienbein treten wollen, ne, die haben dann hinterher wahrscheinlich einen gebrochenen Zeh. Ja, aber ansonsten irgendwie. Sage ich mal einfach. Ja, blöd, dass die Quest hier irgendwie so. Ups, und plötzlich war es dunkel, dabei haben wir uns noch kurz umgezogen. Ja, blöd, dass die Quest so gar nicht funktioniert hat irgendwie, obwohl wir die Kräuterfrau da zweimal bestochen haben. Ja, finde ich blöd. Wenn ich sage, finde ich blöd, dann meine ich, ich finde das ernsthaft richtig, richtig blöd. So, hier gibt es also noch Quests, okay. Ein Samopesh und ich wollte gucken, ob es im Mehrwert noch eine Quest gibt. Scheinbar nicht. Aber dafür bewegt sich hier eine Quest, gerade auf der Landstraße Richtung Militärcamp. Was war das? Ein Nessel, ne? Ja. Brauchen wir nicht, haben wir. Wir brauchen immer noch Disteln. Und ja, wahrscheinlich ist Jerry, der da an Verstopfung Durchfall. Nicht Verstopfung, der da an Durchfall leidet. Wahrscheinlich ist er auch schon gestorben inzwischen, weil wir die Kräuter nicht rechtzeitig gesucht haben. So, mal sehen, ob wir diese Quest hier noch einholen. Ja, aber das, also ganz ehrlich, so verbuggt hier die Quest, ja, und jetzt ist Miro tot und dabei konnte ich ihn nicht mal richtig kennenlernen. Ja, schade, schade, sehr schade, aber wir haben dafür schon eine relativ gute Rüstung jetzt bekommen. So, bist du unsere Quest? Das sieht wirklich ein bisschen aus wie die Kräuterfrau. Die würde ich jetzt am liebsten umboxen, weil sie sich einfach nicht um Miro gekümmert hat. Die Olle... Nee, das ist nicht die Kräuterfrau, die hat eine... Hi. Entschuldigung, junge Dame, bleiben Sie auch mal schwiebig? Nee, ich stehe auf dem Baumstamm. What's new? Are you still looking for that deed? Naturally. Sorry, but as far as I know, nobody found anything. Oh dear. But you'd tell me if you did, right? For sure. Aha. Sie sagt also, hey, was gibt's Neues? Er sagt, ja, suchst du immer noch nach dieser Besitzurkunde? Und sie sagt, ja, sicher. Und er sagt dann, ja, es hat noch niemand was gefunden. Und sie sagt, ja, aber du würdest mir auch Bescheid sagen, oder? Ja, ja, natürlich. Und ich würde gerne mit dir reden. Hi. Ist ja kaum gruselig, ne? Nachts wirst du hier von einem behemmten Typen angesprochen und der sagt dann, Arbeit. Ich hoffe, sein Dialog ist etwas eloquenter. Aber hier, wir sehen... Dass ich weiß nicht, ob mir das nur nicht aufgefallen ist, ob man das tagsüber nicht so gut erkennen kann. Jedenfalls gibt es hier so einen Rahmen dann drumherum. So einen kleinen Filter übers Bild gelegt, links mit so einer Verzierung. Interessant. I'm looking for a job. Do you need help with anything? Who are you? Henry. My father was the blacksmith in Skullitz. I'm Ludmilla. Listen, Henry, there's something I need. But you have to promise not to tell my husband, Johann.
Ja, wir sagen also, hallo, ich suche nach etwas Arbeit. Du hast nicht zufällig etwas zu erledigen. Und sie sagt, wer bist du denn? Ja, wir sind Henry, der Sohn des Schmiedes aus Scarlet. Und sie sagt, ja, du, pass auf, ich habe da tatsächlich was zu erledigen. Aber du darfst meinem Mann Johann nichts davon sagen. Klar, kein Problem, wir kennen Johann ja nicht. Und wir können jetzt sagen, ja, ich mag nicht, wie das klingt. Oder wir sagen, ja, worum geht's denn? Und das machen wir einfach mal, weil wir von Natur aus hilfsbereit und vielleicht auch ein bisschen neugierig sind. Vor allen Dingen aber hilfsbereit. Why not? What's it about? You heard about the farm the Cummins torched? The one between Merhoyed and Samopesh? Yes, that one. They killed my brother-in-law, Pavel, there. Sorry to hear it. Don't be. He was a drunken scumbag who beat his wife. But he had an important paper on him that we need. What kind of paper is it? It's the deed for the royal courthouse in Kootenberg, stating that Johann fulfilled his duty to his lord, Givish. We sold our holding, and now we can move to Kootenberg. Without the deed, we're finished. Oha, das war jetzt eine Menge Text. Also es geht darum, sie fragt uns, ob wir von dieser abgebrannten Farm, die die Kumanen attackiert haben, gehört haben. Und wir sagen, ja klar, die zwischen Merhoyed und Samopesh hier kennen wir. Und sie sagt, ja du, pass auf, also mein Stiefbruder stimmt nicht, wie heißt denn das? Der Bruder ihres Mannes. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das im Deutschen heißt. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls der Bruder ihres Mannes. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht fällt es mir auch nachher wieder ein, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Jedenfalls, der ist dort gestorben und der hatte aber ein Dokument bei sich, das belegt, dass sie und ihr Mann, Johann, die Schuld gegenüber Divisch von Kuttenberg, sie hat Kuttenberg gesagt, abgetragen hat und ja, diese Urkunde ist jedenfalls verschwunden und die braucht sie und denn ohne diese Urkunde können sie dann quasi nicht das Einflussgebiet des Herrn verlassen und einen Neuanfang quasi tun, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja, und wir fragen sie einfach mal, wie kam es denn, dass Pavel überhaupt diese Papiere bei sich hatte. Why did that brother-in-law of yours, Pavel, why did he have it on him? Johann mustn't find out about this, all right? Pavel and me had a row, and I waved the deed in front of his face and told him he'd get nothing from us. Only the bastard whipped the paper out of my hand. Christ. I was going to wait until he got drunk again and take it off him, only... I understand. So you want me to find the deed? Exactly. My brother-in-law, Pavel, had it on him. But when I found him, it wasn't on him. I'll see what I can do, then. But I implore you, don't say anything to my husband. Johann's had a lot to deal with lately, and now he's lost his brother, too. Ja, sie hatte uns vorhin auch gesagt, wir hatten dann gesagt, oh ja, dein Schwiegerbruder... Ich weiß echt nicht, wie der heißt, ist gestorben, das tut mir aber leid. Und dann meinte er, ja, ist kein Problem, er war sowieso ein versoffener Bastard und wir hatten ständig Streit und so. Und jetzt fragen wir halt, ja, wie kam es denn, dass er diese Papiere bei sich hatte? Und sie sagt, ja, du, wir hatten halt so einen kleinen Streit und da habe ich halt mit den Dokumenten vor seiner Nase rumgefuchtet und gesagt, dass er uns gar nichts könnte. Und dann hat er mir die einfach aus der Hand gerissen. Und ich wollte sie eigentlich mir dann wiederholen, wenn er mal wieder betrunken war und sie ihm dann quasi abnehmen wieder. Und nur, dass er jetzt halt tot ist und diese Dokumente aber nicht bei sich hatte. Super. Und sie hat nochmal betont, wir dürfen Johann nichts sagen. Und wir fragen dann, ja, warum denn nicht? Und sie sagt, ja, er hatte in letzter Zeit so eine Menge um die Ohren und jetzt hat er auch noch seinen Bruder verloren. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz, also sie möchte es auf jeden Fall von ihrem Mann weghalten und das ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn, finde ich. Da bin ich ein bisschen misstrauisch gerade. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel Witcher
freigespielt. So, wie werde ich denn Pavel erkennen können? How will I recognize Pavel? He'll be dead, but you'll recognize him from the fact that he's all in green. Ah ja, wir fragen, ja, wie können wir Pavel also erkennen? Und sie meint, ja, daran, dass er tot ist, aber außerdem war er ganz in grün gekleidet. Und ja, super, wir suchen da mal nach Pavel auf der abgebrannten Farm. Weil es ja zum Glück kaum dunkel ist, deswegen wird das ein leichtes. Oh ja. Wahrscheinlich funktioniert die Quest genauso gut wie die Kräuterfrau zu bestechen, damit sie Miroslav hilft. Ja, und wir kommen hier ein bisschen aus der Puste und ich habe den Eindruck, da könnte ich vielleicht mal die Zeit stoppen bei Gelegenheit, dass wir mit Rüstung schneller Ausdauer verlieren. Wäre natürlich realistisch. Vielleicht sind wir auch gar nicht ganz so schnell. Tap. Das könnte man alles mal rausfinden, um zu sehen, wie weit das System hier schon implementiert ist. Und ich meine, so eine Ritterrüstung, die war ja im Prinzip, hat man da drin, im Gegensatz zu dem, was man ganz häufig in Filmen sieht oder so, ne, konnte man sich super bewegen und die Teile waren auch nicht wirklich sonderlich schwer, ne? So ungefähr, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen. Aber die Teile waren nicht so schwer, wie man immer dachte. Früher, da in Filmen hat man ja teilweise gesehen, wie die Ritter dann mit Kränen auf ihre Pferde gehoben werden mussten und so. Aber nee, die konnten da drin sich richtig gut bewegen. Die konnten selber aufs Pferd krabbeln und so, weil sie halt Bewegungsfreiheit hatten. Die Teile waren nicht sonderlich dick gearbeitet, dadurch nicht sonderlich schwer. Also die waren schon echt super, die Teile. Und klar, aber durch das ganze wattierte Zeug, was man noch drunter trägt, ne, ist natürlich trotzdem Gewicht. Da ist man dann ein bisschen langsamer, verliert schneller an Puste. Jeder, der schon mal mit einem Rucksack zum Beispiel auf einem Rücken gerannt ist, und der muss auch gar nicht schwer sein, der Rucksack, ja, da könnt ihr einfach ein paar Sportsachen reintun oder irgendwas, ein paar Schuhe, ein bisschen Kleidung, der wird feststellen, dass das viel mehr Puste kostet, als wenn man ohne was läuft. Und eine Rüstung, klar, die verteilt sich besser über den Körper und so, ist aber alles Zusatzgewicht. So, Jungs und Mädels, ich schwafel schon wieder für heute aber genug. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter und ich denke, ich werde dann einfach mal gucken, wann es hell wird. Denn nachts Pavel in Grün zu finden, vielleicht mit der Fackel möglich, vielleicht versuche ich das, vielleicht warte ich, bis hell wird. Wir schauen mal. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.